Ich habe jetzt die S-Arta SS rausgeholt, die große, die da vorher drin war, in so einem Gehäuse hier. Und jetzt ist hier die NVMe-SSD drin, die habe ich hier reingeklebt. Und darüber ist so eine kleine Mini-SSD, die wird noch gebraucht, weil das BIOS nur von S-Arta-Geräten booten kann und von USB-Geräten. Und das ist jetzt eine 16 GB SSD, die ist nur gerade gut genug für den Bootloader und Swap ist da auch noch drauf. Und ja, da ist es jetzt schon reingeklebt. Und wie man hier sehen kann, habe ich schon die Antennenkabel hier oben erstmal temporär hingeklebt. In diesem Raum hier möchte ich dann später einen WLAN-USB-Stick reinkleben und dann das Antennenkabel daran löten oder ranstecken oder wie auch immer. Das kommt dann irgendwann später. Bis dahin muss ich erstmal einen externen WLAN-Stick benutzen an dem Gerät und kann das jetzt endlich wieder nach langer Zeit zuschrauben.